Willkommen zu der neuen Folge Yooka-Laylee und der unmögliche Dungeon. Wir sind in der Oberwelt und haben bis jetzt, soweit es aussieht, alle Kapitel bisher geschafft. Beziehungsweise aus jedem Kapitel ein Bienchen befreit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja. 13 fehlen noch. So, die Frage ist jetzt nur, wo? Und vor allem, wie viele Münzen haben wir eigentlich? 27, das heißt, 3 Münzen bräuchten wir theoretisch noch. Ja. Ja, eine Biene ist hier noch. Dafür müssen wir aber irgendwie gucken, wie wir das da gedreht kriegen. Da ist auch noch so eine Biene. Ja, oh, gegen die Wand gespuckt. Schade, dass die in dem Teil nicht fliegen können. Das hätte schon so viel abgenommen. Gut, ich will mal was versuchen. Die hat es doch nicht gebracht. So, da ist auch noch eine. Das heißt, hier gibt es auch einen Geheimausgang. Bin ich jetzt richtig? Warte. Also hier muss auch irgendwas sein. Wollen wir da einen Weg runterführt. Gucken wir mal nach. Ich glaube nicht, das ist dieser Weg, den er meint. Kino-Bildformat. Yeah.
Was? Nochmal. Ein zügiger Canyon. Dort hat ein Charakter diesen Ort im Sinn. Du musst seinen Kopf. Meint er das? Canyon? Aber hier geht's ja nicht weiter sonst, ne? Controller-Defekt, Toniko. Das will ich mir mal angucken. Was kann dieses Controller-Defekt, Toniko? Hoch ist runter, links ist rechts, X ist Viereck und R1 ist L1. Was ist mit deinem Controller passiert? Ja, eine Menge. Eine Menge, Leute. So sieht dann das königliche Stachelreich auf der Kinoleinwand aus. Kannst du das Popcorn schon riechen? 3 zu 1. Oha, das heißt, es wird alles sehr breit gezogen dann. So, wir können ja mal auf der Karte gucken. Da haben wir alle Bienchen befreit. Da haben wir alle Bienchen befreit. Da haben wir alle Bienchen befreit. Hier scheint es irgendwie weiterzugehen. Da ist alles alle Bienchen befreit. Da müssen wir weiter rätseln. Aber ansonsten... 2 von 2... Da waren wir noch nicht! Jetzt mal ernsthaft. Jetzt mal wirklich ernsthaft. Wieso ist jedes Mal diese bescheuerte Kiste da? Was soll ich bescheuert sagen? Der Nimbo tut mir auch so ein bisschen leid, ne? Oh, sie sieht schon komm, dass es nervig ist. Der gute Nimbo. Na komm. Klippenhang Quest Card. Ja, Kapitel 13.
Bin mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Ach, okay, ja, das waren das mit diesen 5 Edelsteinchen. Diese blöden Krabben. Schnecken. Das ist Nummer 5. Hier sollte man eigentlich als letztes hin. Oh, komm, jetzt mal lass dieses Teil runter. Yuka, willst du mich hier... So, rein da. Es gibt 5 Edelsteine, das heißt in jeder Tür gibt es eine Münze. Komm, geh rein. Ist jetzt nicht wahr. Yeah!
Dann halt nicht. Ja, dafür braucht man Laylee dazu. Aber Hauptsache, man fällt durch, ne? Was soll so ein Scheiß? Oh.
So, hat ja lange genug gedauert. So, zwei noch. Also etwas, was so gut versteckt ist, da kann nur sowas sein. Ja, kommt noch was? Ja, passt, passt. Die Hitbox ist gigantisch. Vor allem die Ich halte mich nicht fest Hitbox ist noch besser. Aber okay. Wenn man denkt, dass das die Münze 1 war, ne? Okay, Münze 2 wissen wir, wo die ist. An einem Ort, der echt mega scheiße ist. Und jetzt haben wir das ja. Jeff Dronen. Gut, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch da lassen, ab da lassen. Schaltet in die nächste Folge wieder ein. Bis denn!